Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ihr seht hier gerade unseren ganz jungen Nachwuchs, noch nicht mal ein Jahr alt, die beiden. Und beides ein Weibchen. Oh, das ist gut. Da ist unser alter Königstiger-Weibchen, unser Top-Tier. Hier ist unser Junge, die sich hier zu schaffen gemacht haben. Immunität ist noch kacke, aber die wird sich wahrscheinlich mit dem Alter ändern, ne? Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Starten die Zeit. Wir müssen jetzt auch mal einen neuen Essenspunkt installieren. Und ich würde sagen, den Punkt tun wir ganz easy nach hier hinten für Einrichtungen. Wir haben hier einen Zoo-Außenladen doppelt. So. Einrichtung. Hopp, anpassen, so gucken. Ich hätte hier gerne das Doppelladen-Gebäude hier so in der Ecke. Das bedeutet, ich muss jetzt hier Doppelklick rein. Und dann Einrichtungen. Wo sind die neuen Geschäfte? Der Street Fox Coffee zum Beispiel. Das drehen wir jetzt mal. Street Fox Coffee. Das ist die Frage, was hatten wir denn davor noch nicht? Glipslash Infozentrum, Looney Balloons, Pimpshot Water, glaube ich, hatten wir auch noch nicht. Jetzt müssen wir bloß einmal den kompletten Laden hier nehmen. Und bewegen. Oh nee! Bewegen. Oder kennt irgendwie nur einen der Läden, oder ist das jetzt wieder? So, jetzt ist es offen. Zwei neue Shops, an denen ihr Frischgetränke euch holen könnt. Wir werden hier auch nochmal eine Klo-Einrichtung hinbauen, schnell. Aber nur eine kleine. So. Und vielleicht auch nochmal ein Infozentrum. Einmal ein Infozentrum. So. Könntest du in deinen Shop gehen? Dankeschön. Und hier sind auch keine zwei Leute drin. Oh. Brauch Mitarbeiter, wartet mal. Oh, Technikforschung. Beides weitergekommen. Mitarbeitereinrichtungen sind auch schon bald gen Ende. Ah, nee. Oh, ich wollte Mitarbeiter. Oh, schlecht Wetter. Wo sind eure Schirme? Die haben auf jeden Fall Schirme mit, wie es ausschaut. Was ist hier? Oh. Ihr Gabelböcke, ne? Das schaut nach den beiden Männchen aus. Das ältere Modul und das jüngere Modul wahrscheinlich. Verkaufen wir das jüngere Modul. So. Auch kein Stress mehr, zu viel Müll vorhanden. Veterinärforschung abgeschlossen. Wildhund ist weiter. Das schaut aber gut aus. Wir tun ja auch gleichzeitig noch eine Infektionskrankheit versuchen zu erforschen. Also hier schaut es mittlerweile ja ganz gut aus. Da liegt Müll. Da
ist doch ein Drecksmülleimer. Ich krieg schon wieder ein Geschenk. Gästezahl ist über... Wow. Also hier sind überall eigentlich Mülleimer platziert. Zum Müll in die Mülltonne schmeißen. Aber das tun wir dann gerne nochmal machen, wenn die Leute dies nicht kapieren. Wir tun dann hier noch eine Recyclingtonne hin. So. Unser Alpha-Tier. Haben wir noch einen? Ah ja, stimmt, hier haben wir noch einen. Weg mit dir, ab in die Freiheit. Also haben wir das jetzt rein theoretisch auch bekämpft, weil mehr männliche Tiere. Doch, es gibt irgendwie männliche Tiere. Tier freilassen. So. Ey, ja, okay, muss ich zu. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Aber können wir dich bitte... Oh, jetzt ist es schon... Jetzt ist es schon zu spät schon wieder. Eieiei. So, Müll habe ich mich jetzt eigentlich effizient nochmal drum gekümmert. Deswegen bauen wir nochmal einen Infolautsprecher einfach hin. Das finde ich jetzt geil. Ein Infolautsprecher, das ist ein Umgebungslautsprecher, nicht ein Infolautsprecher. Rentier Lin wird sich bald paaren, das ist toll. So. Die stehen hier, wie es scheint, sehr gerne und schon... Hier beim Golbtee, da tun wir auch nochmal. Die werden hier einfach voll gepumpt mit Infos. So. Meine lieben Freunde. Wir pumpen euch jetzt voll mit Info über das Leistenkrokodil. So. Also wenn ihr hier reinkommt und euch was zu trinken holt, seid ihr danach Meisters. Wie viel Ausstattung. Hier ist voll die Ausstattung. Die Bildung müsst ihr jetzt auch stecken, weil hier laufen voll viel durch. Und da mal auch nochmal Info zu leisten, Krokodil hin. Ihr werdet einfach damit voll gelabert. Chat, der Infopunkt hat sogar noch einen Lautsprecher drunter. Fürs leisten, Krokodil. So. Die werden nachher nur noch zum Kotzen viel übers leisten, Krokodil wissen. Oh, das wird witzig. Schau mal, wie ist denn der Infostand aktuell? Also alle Leute, die hier zwischengehen, gehen mindestens durch einen von diesen Punkten durch. Bildungsstufe. Woran sehe ich denn, wie gut die gebildet sind? Wie viel haben die ausgegeben? 300. Holy shit. Mitarbeiterzufriedenheit, die hält sich, glaube ich, ganz gut. Alter, wie viele Mitarbeiter? Tierwohlbefinden. Überall grün, grün, grün. Ja, es ist mir jetzt langsam wurscht. Die Temperaturen, die passen auch. Sicherheit, ja, die Sicherheitsleute laufen halt überall herum. Gastbedürfnisse. Was ist denn euer Bedürfnis zum Beispiel? Ein Getränk. Du stehst direkt vor dem Getränkeladen. Vielleicht blöd, dass alle auf einen Schlag hier wieder stehen müssen. Ist vielleicht nicht die schlauste Idee, wie ich das handle. Vielleicht solltet ihr dann nochmal einen extra Weg bauen oder sowas. Aber du kaufst dir jetzt gerade...
Aber großteils positiv, oder? Die sind nicht so froh. Ich hab Durst. Die Schlange bei Gulf Sea ist mir gerade zu lang. Ach so, weil teilweise die Schlangen auch zu lang sind, weil Gulf Sea so oder hier vor. Weißt du was? Wir machen einfach noch ein paar Gulf Sea-Läden. Wenn sie sagen, die Gulf Sea-Läden, die gefallen denen, dann platzieren wir einfach noch zwei Stück. Gulpi! Holt euch Gulpis! Wie viel hat der hier zum Beispiel allein schon in Umsatz gehabt? 500! Hier habt ihr einen leckeren Gulpi-Laden, einen dritten. Und da gehen auch schon die ersten hin. Der Gulpi-Laden. Ich muss den mal kurz umplatzieren. Gib mir eine Sekunde. Nein! Umplatzieren! So, jetzt hat. Dann blockiert er nicht die ganze Straße. Und der ist ja so schräg. Der ist weiter drin und der hier halt, ja. Veterinärforschung. Was ist da vorne gegangen bis jetzt? Wir haben die Turmonie erforscht und hier haben wir neue Getränkeladen. Dann müssen wir jetzt echt mal schauen, wie wir das mit den Getränken machen. Aber jetzt hat. Also, wer an dieser Ecke vorbeikommt und danach noch durchstattet, der kann sich nicht beschweren. Alter. Der Weg ist eventuell ein bisschen überfüllt. Weil die hier sich auch die ganzen Tiere anschauen. Warum hängt ihr denn so? Huch. Also das ist ein sehr beliebter Weg, wie es ausschaut. Wir müssen die Beliebtheit hier auf den Weg kriegen. Und ich bin mir jetzt auch sicher, dass wir hier die Kamele reinhauen. Die kriegen hier hinten einen schönen Unterstandchen, wo man vielleicht hier... Und soll man nicht hier noch den Weg so hinpacken, dass man hier hingehen kann. Und dann kommt hier das Gehege von den Kamelen hin. Und das dann einmal hier rum. Das soll ein riesiges Gehege werden für die Kamele. Bedeutet, ich würde sagen, wir fangen an. Und wir nutzen jetzt aber auch nur noch unsere neuesten Technologien. Bedeutet, bei den Barrieren, die kosten zwar mehr, aber die Einwegspiegel sind wesentlich besser für die Tiere als für... Ist am Anfang scheint. Bedeutet ganz easy hier einmal aus. Wer lässt sein Kind hier schon wieder heulen? Das wird hier nicht toleriert. So, und dahinter. Das ist auf Klimba, aber das ist ja bei den Viechern wurscht. So. Auch wieder Einwegspiegel. Die Leute sollten, also die Mitarbeiter sollten sich vielleicht auch erfreuen können daran, was sie hier schaffen. Deswegen kriegen die jetzt hier hinten auch Einwegfenster. So. Was mir gerade auffällt, das sind die Einwegfenster in die falsche Richtung. Warum baut ihr denn so eine Scheiße? Zack. Zack. Da kommt ein Gehegeeingang jetzt dann hin. Zack. Das ist ein riesiges Gehege. Tier verstorben? Was? Altersschwäche verstorben. Du bleibst bei uns in Gedanken, mein Freund. Du bleibst bei uns in Gedanken.
Ah, die Trampeltiere brauchen endlich ein Zuhause. Und weil das ja was... Oh, das hat schon wieder die... Da kriegt man immer sofort einen Hals, wenn das passiert. Umdrehen. Aber Leute, wir machen in der nächsten Folge bei dem Trampeltiergehege weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.